So Leute, ihr habt mir wieder Fragen gestellt auf Instagram und ich beantworte sie heute. Das bedeutet, wenn du mir in meinem nächsten Q&A auch eine Frage stellen möchtest, dann kannst du mir auf Instagram folgen. Ich werde es vermutlich hier einblenden, aber auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, damit fackeln wir gar nicht rum und fangen direkt mit euren Fragen an. Viel Spaß! Warum spricht niemand über die Seamaster Aquaterra? Also erstmal spricht natürlich nicht niemand über die Seamaster Aquaterra. Wir haben sogar selber schon mehrere Videos gemacht. Eins sogar, in dem es wirklich um diese Uhr ganz speziell geht im Einzelnen. Und mehrere Videos meine ich, wo die Uhr zumindest in so einer Liste als eine von guten Uhren als Alternativen genannt wurde. Der Grund, warum es davon nicht so viel Content, vor allem in Deutschland, gibt, ist ganz einfach. Gerade in Deutschland zieht Rolex einfach mit Abstand am besten auf YouTube. Und es ist so, dass wenn man auf YouTube ein Video macht und man steckt da ja immer ungefähr den gleichen Aufwand rein, das ist relativ viel Aufwand, also relativ viel Energie, dann ist es viel einfacher, mal schnell noch ein Rolex-Video zu machen, wo man denkt, okay, dafür gibt es dann auch ein bisschen mehr Views und so weiter. Und die Versuchung ist einfach relativ groß. Das heißt nicht, dass immer jeder nur Rolex-Videos macht oder machen soll, aber es ist einfach so, genauso wie es einfacher ist, sage ich mal, schlechtes Essen zu essen, weil es halt einfach meistens readily verfügbar ist, weil man es überall bekommt und schwerer ist, sich ein bisschen disziplinierter zu ernähren, genauso ist es einfach leichter, irgendein Rolex-Video zu machen, denn auch für die Recherche zum Beispiel, es gibt viel mehr Infos über die ganzen Rolex-Uhren, deswegen denke ich, gibt es so wenig Content über die Seamaster Aquaterra, aber so wenig gibt es davon gar nicht, aber wir könnten echt mal wieder ein Video über eine Aquaterra machen. Okay, nächste Frage, die Daydate 36 im Ombre-Grün beim Conzi abholen. Also pass auf, ich hatte alle drei. Von den Uhren her sind Bombenuhren. Mit alle drei meine ich ja die weißgoldene, die roségoldene und die gelbgoldene, sogar alle gleichzeitig. Das war eine geile Zeit. Das war krass. Das war wirklich geil, weil Jenny hat immer eine getragen, ich die andere. Da haben wir uns wie die krassesten Baller gefühlt. beim Conzi abholen ist, glaube ich, ich habe jetzt die Marktpreise von dieser Uhr nicht 100% im Kopf. Was ich dir also empfehle ist, check mal Chrono24, check mal eBay Kleinanzeigen, guck mal, wie die Uhren dort gepreist sind. Würde sagen, wenn du die Uhr wirklich möchtest und das wirklich eine Uhr ist, wo du sagst, hey geil, dann nimm gerne das Conzi-Erlebnis mit, hol sie dir beim Rolex-Händler, das ist ja schon immer ein bisschen exklusiver. Wenn das nur so eine Überlegung ist, so nach dem Motto, hey, die wurde mir angeboten, soll ich sie nehmen, würde ich sagen, mach's nicht. Ganz einfach deswegen, weil die Uhr jetzt nicht so eine ultra beliebte Uhr ist. Mit anderen Worten, wenn das so ein Schnellkauf von dir ist, dann wirst du vielleicht irgendwie in einem halben Jahr wirst merken, doch nicht so geil, ich wollte die ja nicht unbedingt, dann willst du sie wieder verkaufen. Und genau dann ist das eine der Uhren, die du nicht so arg einfach verkauft bekommst, weil es dafür nicht so ultra viel Nachfrage gibt. Als nächstes möchte Maximilian wissen, wie lange ist derzeit die Wartezeit auf eine Datejust oder eine Pepsi? Wartezeiten für die Uhren kann man einfach nicht pauschalisieren, ist die kurze Antwort. Weil wenn ich dir jetzt sage, auf die Pepsi wartest du 2 Jahre und auf die Datejust 3 Monate, dann mag das vielleicht für jemanden stimmen, für jemand anderen wieder nicht, weil es kommt auch wirklich immer darauf an, die Rolex-Händler qualifizieren ja immer vor. Das bedeutet, wenn du da als Kunde neu reinkommst, dann gucken die an und versuchen abzuschätzen, ob du ein potenter Kunde bist. So blöd es klingt. Die Sache ist, für Rolex musst du nicht so ultra potent sein. Rolex ist immer noch Massenware. Das ist nicht so wie Patek Philippe oder irgendwie sowas. Und der Rolex-Händler versucht aber im Prinzip zu erraten, hey, dieser Kunde, wird der in Zukunft viel Zeug bei mir kaufen oder nicht? Und je mehr er diese Frage mit Ja beantwortet, desto kürzer wirst du auf deine Uhr warten und je mehr du natürlich seine Vermutung bestätigst. Das heißt, wenn du dann wirklich mal hingehst und zum Geburtstag deiner Frau mal einen Ring für 2000 Euro kaufst oder zum Hochzeitstag mal irgendwas, dann wirst du mehr und schneller solche Uhren bekommen. Wenn du halt nur zu den Konzis gehst und auf die Hot Cookies geierst, wie Batman, Pepsi, Daytona, wirst du vermutlich nie eine bekommen, weil die Konzis, die sind jetzt nicht die Allerschlechtesten darin, Leute einzuschätzen, ob die in der Lage sind, auch mal was anderes außer die Rolex Hot Cookies zu kaufen. Und dementsprechend kann es sein, dass du einfach nie ein Modell bekommst. Deswegen sehr schwer zu beantwortende Frage, aber ich hoffe, es war trotzdem hilfreich. Okay, Florian möchte wissen, wird der Wert der aktuellen GMT, in Klammer Pepsi, fallen, wenn die neue vorgestellt wird? Diese ganzen Spekulationen über Neuvorstellungen sind eigentlich... Also es macht Spaß. Natürlich darüber zu spekulieren, was könnte kommen, was könnte eingestellt werden und so weiter. Aber die ganzen Spekulationen sind halt eigentlich relativ sinnlos. Naja, wir machen es trotzdem. Wenn die Pepsi eingestellt wird, also wenn sie eingestellt wird und ersatzlos eingestellt wird, dann wird sie auf jeden Fall auf dem Graumarktpreis jetzt nicht einstürzen. Das macht, denke ich, Sinn, weil dann gibt es auf einmal keinen neuen Supply mehr von dieser Uhr. Und dementsprechend, so rein VWL-technisch, müsste die Uhr danach steigen. Ich würde bei der aktuellen Marktlage eher vermuten, dass wenn die Pepsi jetzt eingestellt wird, dann macht die wahrscheinlich so einen kurzen Schluck auf, weil dann die Panikleute, die denken, sie bekommen nie wieder eine, kurz zuschlagen, dann pendelt sich das wieder ein und dann wird die Uhr halt langsam, so wie jede Rolex, eigentlich so mit der Inflation mitsteigen, wegen den Preiserhöhungen und so weiter, die es gibt und der Nachfrage, die es halt gibt, die jetzt ja wieder relativ abgeflacht ist, aber sich so ein bisschen wieder eingependelt hat.
Wenn jetzt eine neue Pepsi vorgestellt wird mit neuer Referenz, würde ich sagen, passiert so gut wie gar nichts. Weil das war bei der Deep Sea, war das so, da wurde die 126 eingestellt und die 136 vorgestellt. Da hat sich eigentlich gar nichts getan auf dem Markt, weil die Leute einfach diesen Unterschied gar nicht genug wahrnehmen, als dass die da irgendwie jetzt da groß drauf spekulieren. Das machen dann nur ganz wenige, die sich gut auskennen. Das reicht gar nicht, um die Nachfrage so zu beeinflussen. Wenn jetzt eine Coke kommt statt der Pepsi, dann würde ich auch sagen, ja, im Preis fallen wird sie vermutlich dann nicht, die Pepsi. Dann werden aber vermutlich sich sehr viele erstmal auf die Coke konzentrieren. Gleichzeitig wird es aber Leute geben, die sagen, boah, ich wollte unbedingt noch eine Pepsi, so wie ich es gerade schon erklärt habe. Also im Wesentlichen schwer voraussagbar, aber das sind so ungefähr meine Gedanken dazu. So, Marc möchte wissen, Empfehlungen, Doppelpunkt, qualitativ hochwertige Armbänder zum Beispiel für Vintage-Uhren. Qualitativ hochwertig. Aus dem Stegreif fallen mir da mal zwei Anbieter ein. Der erste wäre Fluco. Fluco ist aus Bayern, an der tschechischen Grenze tatsächlich. Die machen schöne Lederarmbänder und die machen auch zum Beispiel die Armbänder für Nomos. Dann, was ich jetzt schon oft gehört habe, wo ich selber aber nicht getestet habe, was ich aber von sehr vielen Leuten gehört habe, dass gut ist, sind die Armbänder, die Lederwaren von Hirsch. Habe ich schon öfters gehört, dass die gut sein sollen. Das wären so die zwei Sachen, die ich ausprobieren würde. Konzi erzählt jetzt erstmalig, dass Datejust Schwarz und Grau 5 Jahre dauert. Schwarz und Grau ist vermutlich aufs Zifferblatt bezogen, nicht auf Illegal und Graumarkt. Ach so, wer ist denn Schwarz und Grau? Bullshit. Bullshit? Ja. Es ist so, ich weiß, ich sag's öfters und ganz viele, die öfters zuschauen, vielen Dank übrigens dafür, die denken wahrscheinlich, ja Kai, wir wissen's, aber mich überrascht, ich bekomme jeden Tag so viele Fragen zu dem Thema, ey, mein Konzi sagt 5 Jahre Wartezeit, deswegen hier nochmal die Info, egal was ein Rolex-Händler dir bezogen auf Wartezeit sagt, du kannst meistens komplett in die Tonne klopfen. Es ist meistens einfach nur irgendwas, was nur einen Zweck hat, nämlich dazu zu sorgen, dass wenn er dir mal eine anbietet, dass du sofort ja sagst. Okay, dann nochmal eine Frage. Und zwar, gibt es dieses Jahr wieder Angebote für deine Folien? Ah, ja, die Frage habe ich mir rausgesucht, damit ich meinen Plug hier shamelessly einfügen kann. Ja, nix shameless. Ja, wird es geben. Wer möchte, kann den Gutscheincode Submariner2025 benutzen, blende ich ein. Und kann dann seine Uhrenschutzfolien günstiger kaufen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel Prozent ich für den Rabatt eingestellt habe. Aber ich glaube, Rabatt ist Rabatt. Ich glaube, es sind 20% oder 30%. Submariner 2025, protectyourwatch.shop. Viel Spaß. Ich habe übrigens auf meiner Patek auch Schutzfolien drauf. Nice. Sieht man das? Ich sehe gar nichts. Ich sehe tatsächlich auch nichts. Ja, okay, wenn man es ganz genau weiß, dann sieht man es, wenn man ganz genau hinguckt. Aber man sieht es nicht. Sieht man das? Man sieht es nicht. Nice. Sebastian möchte wissen, wo ist Glashütte Original qualitativ angesiedelt? Speziell die CQ Panorama Datum. Qualitativ sehr, sehr, sehr hoch. Ich würde sagen, also von der reinen Qualität, unter Qualität verstehe ich zum Beispiel, ob die Schrift auf dem Zifferblatt klar lesbar ist, ob die Indizes klar sind oder ob sie ausgefranst sind, ob die Zeiger scharfkantig sind oder ob sie ausgefranst sind und so weiter. Qualitativ würde ich sagen, so wie Rolex, weil Rolex krass. Ist qualitativ perfekt. Muss man einfach sagen. Mhm. Von der Verarbeitungsaufwendigkeit aber ist Glashütte halt krasser, weil zum Beispiel, die haben Glasböden, die haben sehr schön verzierte Werke, die haben oftmals diesen Glashütte-Original-Rotor, diesen GO-Rotor, was sehr cool aussieht. Die haben die verarbeiten einfach noch ein bisschen, die Verarbeitungstiefe ist noch ein bisschen mehr. Das heißt, gerade für Leute, die gerne schöne Uhrwerke haben, ist eine Glashütte vermutlich eine sehr, sehr geile Alternative zu Submariner, aber unbedingt auf dem Graumarkt kaufen und nicht den Listenpreis bezahlen, denn der ist viel zu teuer. Du zahlst da einfach 20-30% oder so zu viel. Ja. Und speziell die CQ Panorama Datum? Habe ich ein Review zu gemacht auf meinem Watchwise Reviews Channel. Der Titel des Reviews ist, glaube ich, Deutschlands Antwort auf die Rolex Submariner. Kannst du gern mal eingeben. Da hörst du alle meine Gedanken zur Uhr. Okay, nächste Frage. Sollte man als Uhrenliebhaber eine Tissot PRX Powermatic in seiner Uhrensammlung haben? Also ich werde jetzt mal was sagen. Und zwar diese ganzen, muss eine XY in jede Sammlung? Nee, ganz pauschal nee. Das Einzige, was du in deiner Sammlung haben musst, ist das, was dir wirklich gefällt. Welche Uhr würdest du empfehlen, wenn man Neueinsteiger ist? Kommt natürlich aufs Budget an. Unter 1000 Euro würde ich tatsächlich Gentleman oder PRX von Tissot empfehlen. Bis zu 5000 Euro würde ich entweder eine Seamaster Diver Professional nehmen, also die 300M, oder eine Tudor Black Bay 58. Bis 10.000 Euro würde ich wahrscheinlich auf irgendwas zielen von IWC oder eine Breitling Navy Timer.
Und ab 10.000 Euro würde ich als erste Uhr wahrscheinlich schon irgendwas von Rolex nehmen. Okay, was ich jetzt nicht gesagt habe, was natürlich auch immer klar geht, ist eine Datejust, die es auch schon ein bisschen unter 10.000 Euro gibt, als erste Rolex. Was ich als erste Uhr zum Beispiel nicht holen würde, und deswegen kam auch kein Rolex bisher, ich würde mir als erste Uhr nicht irgendeine Vintage-Rolex holen, die irgendwie so komplett abgefuckt ist, weil die meisten Neueinsteiger wollen eigentlich keine Vintage-Uhr. Das merken sie aber erst dann, wenn sie aus Ungeduld, weil sie sich eine neue noch nicht leisten können, was bei mir auch so war, dann doch die Vintage-Uhr kaufen und dann feststellen, na, irgendwie fühlen sie es doch nicht so, dann kaufen sie eh noch eine neue Uhr. Und da kann man sich den Stress mit der Vintage-Uhr auch gleich sparen. Okay, nächste Frage von Diamond Dials. Kai, wie verdienst du dein Geld? Ich habe tatsächlich mehrere Einkommensströme. Bevor ich mit YouTube angefangen habe, habe ich tatsächlich eigentlich alles Mögliche gemacht. Mein erster Job war, glaube ich, Pizza ausliefern. Ich erinnere mich. Ja. Dann Karten gegeben in so einem Pokercafé. Dann bei Stiel Werkstudent gewesen, Staplerfahrer. Dann habe ich angefangen mit Webseiten und Fotografie und das so nebenher so ein bisschen Geld verdient. Als ich mit dem YouTube-Channel gestartet habe, hat es dann angefangen, relativ schnell bergauf zu gehen und zu explodieren. Und daraus sind eigentlich fast alle meine Einkommensströme, die ich heute habe, resultiert. Vor allem sind es E-Commerce-Shops, also ich verkaufe Uhrenzubehör. Ich handle auch mit Uhren. Das mache ich jetzt nicht so an der großen Glocke, dass der irgendwie einen krassen Shop hätte, sondern das ist eher tatsächlich, wir haben über 10.000 Kunden inzwischen in unseren Uhren-Shops, wo wir unsere Uhrenrollen, unsere Uhrenschutzfolien und so weiter verkaufen. Und oftmals ist es so, dass mir diese Kunden auch Uhren zu sehr guten Preisen anbieten und dass gleichzeitig irgendwelche anderen Leute die gleiche Uhr suchen und dass ich mir da halt irgendwie meine Spanne mitnehmen kann. Und wenn da ein gutes, cooles Geschäft rauskommt, dann nehme ich das natürlich auch mit. Ansonsten habe ich eine Agentur tatsächlich oder ein Consulting-Unternehmen gegründet, wo ich YouTube-Coachings gebe. Also ich bringe anderen bei, wie sie YouTube machen können. Und für ein paar ausgewählte Kunden machen wir sogar den kompletten YouTube-Channel. Da sind sogar ein paar bekanntere YouTube-Channel dabei, die ich jetzt aber mal aus Verschwiegenheitsgründen nicht nenne. Ich hab noch ein paar Einnahmen aus so Provisionen und Affiliates. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Amex empfehle, dann bekomme ich dafür Provisionen. Wenn ich jetzt irgendwas auf Amazon empfehle oder verlinke in meinen Videos, dann bekomme ich dafür auch eine Affiliate-Provision. Und gerade auch so bei Sachen wie Versicherungen und so. Ich gucke immer, dass wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel in einer Sache gut ist, also jetzt ein Versicherungsmakler oder whatever, dann gucke ich immer, dass ich mit denen mich zusammentue. Dann frage ich die, hey, wenn ich dir Leute empfehle, kriege ich da eine Provision? Dann sagen die meistens, hey, klar, ja. Und dann empfehle ich eben die Sachen, die ich selber gut finde, wo ich selber Kunde bin, die empfehle ich weiter und bekomme oftmals, nicht immer, eine Provision. Und ja, so verdiene ich tatsächlich mein Geld. Okay, nächste Frage von Alfred. Was muss ich wie tun, damit ich ein wenig Geld nebenbei mit YouTube verdienen kann? Okay, Alfred. Hey, du schreibst mir oft, cooler Typ, freut mich immer. Ich denke, die Einstellung, ein bisschen Geld nebenher mit YouTube zu verdienen, ist die falsche Einstellung. Ich denke, du musst immer dich eine bestimmte Zeit deines Lebens auf eine Sache oder zumindest auf ein bis zwei Sachen wirklich fokussieren und dafür, sage ich mal, 80% deiner Energie aufwenden, damit das irgendwas wird, was irgendwann mal auch in irgendeiner Weise einen Return bringt. Wenn du da Geld verdienen möchtest, würde ich da gar nicht irgendwie auf ein bisschen Geld nebenher gehen, sondern ich würde wirklich lieber versuchen, in deinem Bereich, in dem du es machen möchtest, also erstens dir einen Bereich aussuchen, in dem du wirklich Interesse und Spaß hast. Sonst funktioniert es nicht. Du kannst sowas nicht faken, meiner Erfahrung nach. Dann musst du dich wirklich reinfuchsen. Dann musst du wirklich dir überlegen, was sind die Themen, also du überlegst es dir nicht, sondern du musst gucken, was sind die Themen, die Leute aus dieser Zielgruppe wirklich interessieren. Ja? Das ist ganz wichtig, dass du darüber Videos machst. Die meisten Leute, die auf YouTube anfangen, machen den Fehler, dass sie nur die Videos machen, worüber sie gerne reden möchten. Das funktioniert ab einer gewissen Bekanntheit, weil du dann als Person auch irgendwann mal interessant genug bist, dass die Leute trotzdem zuhören. Aber insgesamt geht es immer darum, dass du das rausfindest, was deine Zielgruppe gerne sehen möchte oder wissen möchte. Nummer 3 ist dann, das Ganze in eine Routine reinzubekommen. Also zum Beispiel jede Woche ein Video zu machen, stumm für ein Jahr. Haben wir so gemacht, 52 Wochen, jede Woche ein Video, komme was wolle. Das hieß regelmäßig, dass wir am Samstag noch kein Video hatten, obwohl es am Sonntag online gehen musste und dass wir unsere Samstage und Sonntage damit verbracht haben, insgesamt 20 bis 30 Stunden in die Videoproduktion zu stecken. Das gehört einfach dann dazu. Und wenn du das Ganze durchziehst über ein halbes Jahr bis ein Jahr, dann kannst du gar nicht erfolgreich sein. Wenn du es dann monetarisieren möchtest, dann gilt fürs Monetarisieren, also fürs Geld rausmachen, das Gleiche. Du musst dann eben gucken, wie verdient man Geld. Da gibt es für YouTube Ansätze, die sehr gut funktionieren. Und dann gibst du da auch Vollgas. Und dann kannst du sehr wohl mit einem Channel
durchaus auch ein sehr, sehr gutes Monatsgehalt verdienen. Und zwar meiner Erfahrung nach relativ schnell, wenn man es einfach richtig macht. Und wenn man da aber auch, muss man einfach sagen, mal ein halbes Jahr bis Jahr wirklich Vollgas gibt. Und dann hat man aber auch ein gutes Fundament. Und dann muss man sich wieder einen anderen Fokus, ein anderes Ziel suchen oder halt größere Ziele stecken, damit man da nicht stehen bleibt. Okay, Duke Photographics möchte wissen, nach einem Jahr Anruf bei Datejust 41, in Klammer blau geriffelt mit Jubiläband, bekommen, wollte aber eine Datejust 36. Bald damit zu rechnen? Also was du gerade erlebst, ist was die Rolex-Händler sehr gerne machen. Ich habe oder werde in einer anderen Frage noch darauf antworten, wie das zu verstehen ist, wenn Konzis einem mit 5 Jahre Wartezeit antworten. Und was ich da gesagt habe, ist, dass die Konzis sich dadurch ihre Kontakte eben warm halten. Und was sie dann gerne machen, und das ist gerade was du erlebt hast, ist, sie bieten so einem Kontakt, der oft genug nachgefragt hat und der warm gehalten wird, dem bieten sie einfach irgendeine Uhr an, die sie gerade nicht losbekommen. So ist es einfach. Also das heißt, wenn du nicht irgendwie ultra eine gute Beziehung zu deinem Rolex-Händler hast, sondern eher so mal dreimal nachgefragt hast, aber bisher kam nichts, dann haben die dich irgendwo noch auf einer Leadliste und haben jetzt diese Uhr da und sehen, oh, der hat sich für eine 41, komm, wir versuchen ihm mal die 36er zu verkaufen. Also andersrum bei dir ist es, du wolltest 36er und hast jetzt 41er angeboten bekommen. Meine Vorgehensweise ist immer die, dass ich sage, okay, wenn die Uhr ein guter Deal ist, ganz im Ernst, dann nehme ich sie einfach. Scheiß drauf. Wenn mir irgendjemand eine Uhr anbietet, die ich nicht möchte, aber sie ist ein guter Deal, weil sie zum Beispiel auf dem Markt 2000 Euro mehr wert ist, dann nehme ich sie. Das ist bei der Datejust 41, je nach Modell musst du mal auf den Markt gucken, wie das da ist. Wenn mir jetzt aber ein Rolex-Händler eine Uhr anbietet, die ich nie nachgefragt habe, und die ich auch nicht möchte und die auch nicht interessant ist, also rein vom Marktpreis her, dann sage ich dem Rolex-Händler einfach, hey, pass auf, ich habe mich für die und die Uhr vormerken lassen, die möchte ich auch weiterhin. Die Datejust 36 oder die Datejust 41, an der habe ich kein Interesse. Vielen Dank fürs Anbieten, aber ich möchte gerne meine Datejust 36. Wie sieht es denn bei der aus? Kannst du gleich die Gelegenheit nutzen, um da nachzufragen, wie es bei der aussieht. Und dann auch ruhig festnageln. Die Rolex-Händler sind dazu da, euch glücklich zu machen und nicht andersrum. Ne? Warum denken viele, Uhren sind gute Investitionen, edle Metalle finde ich viel besser? Ich glaube, dass tatsächlich die meisten Leute wissen, dass Uhren keine super Investitionen sind. Eine Uhr ist kein Investment, sondern meiner Meinung nach eher ein sehr gut werterhaltendes Konsumgut. Was sehr, sehr nice ist, weil man, wenn man ein bisschen guckt auf den Markt, dann kann man sich eben Uhren mehr oder weniger kostenlos kaufen. In dem Sinne, dass man kann eine Uhr haben, kann sie tragen, solange sie einem gefällt. Wenn es für immer ist, dann für immer. Wenn sie einem irgendwann mal nicht mehr gefällt, man hat die Uhr gut gekauft, macht man in der Regel nicht arg viel Geld kaputt. Das ist ein schöner Aspekt und ich denke, viele reden sich das sehr schön, weil sie meistens, so wie immer, für schöne Sachen mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich eingeplant haben, so wie ich es mache, so wie ihr es alle wahrscheinlich auch macht. Sagen sie, hey, ist ja egal, ist ja ein gutes Investment, damit sie sich selber nicht so blöd fühlen müssen vor sich selber. Ein gutes Investment tatsächlich, würde ich sagen, ist alles, was eine Wertschöpfung generiert. Also Mitarbeiter, eigenes Unternehmen, Immobilien, oder eine Sache, in der man sich extrem gut auskennt, wo man wirklich den riesigen Informationsvorteil gegenüber dem Markt hat, sodass man so gute Deals machen kann, dass man halt daran verdienen kann. Aber dann sehe ich das eigentlich eher als Handel und nicht so als langfristiges Investment. Okay, nächste Frage. Welches Uhrenarmband ist für dich das gemütlichste, das du je getragen hast? Das gemütlichste Armband. Ich finde, da gibt es zwischen den meisten guten Uhrenherstellern keinen so großen Unterschied. Das von der Nautilus ist sehr, sehr bequem. Also dadurch, dass es dünne Glieder hat. Und es gilt eigentlich für fast jedes Armband mit dünnen Gliedern, dass die sehr bequem ist, weil halt die sich sehr schön ans Handgelenk schmiegen. So. Eines der Armbänder, die sich am coolsten angefühlt haben, aber jetzt nicht unbedingt beim Tragen, sondern beim Anfassen, finde ich tatsächlich Breitling Chronomat. Ach Quatsch, weil es so böbbelig ist. Ich gedacht, du sagst was ganz anderes. Und ansonsten, ganz im Ernst, Rolex Oyster Armband sehr bequem, Rolex Jubilee Armband sehr bequem, Rolex President Armband sehr bequem, AP Royal Oak auch okay, aber vielleicht von diesen ganzen Hype-Sachen am unbequemsten, Nautilus auch super. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie eine Uhr an, wo ich gesagt habe, das Armband ist ultra unbequem. Das Einzige, was es manchmal gibt, zum Beispiel bei der Timex Reissue, genau, dass das Armband dir so an den Härchen zieht oder so, wenn du es ausziehst oder anziehst. Aber ansonsten sind die, also mir fällt keine einzige Uhr ein, wo ich sagen würde, das Armband ist total unbequem. Also okay, von dem her alles fein. Nice. Okay, Kai, Martin möchte wissen und ich auch, nur mal nebenbei bemerkt. Oh. Materialwert deiner Patek versus Kaufpreis? Der Materialwert der Uhr ist wahrscheinlich unter 1000 Euro. Meinst du unter 1000? Ja, das ist ja nur Stahl und ein bisschen Weißgold für die Indizes. Das Uhrwerk ist Gelbgold, aber das sind wahrscheinlich dieser Rotor, der ist aus 22 oder 24 Karat Gelbgold. Das sind wahrscheinlich insgesamt
3 Gramm oder irgendwie sowas oder 5 Gramm. Das wären dann 300 Euro oder so. Und der Rest ist Stahl. Kaufpreis viel. Kaufpreis viel. Herstellungspreis. Ich würde sagen, dass Patek für so eine Nautilus in der Herstellung auch nicht mehr als 2000 Euro oder so zahlt. Aber ich weiß es nicht. Das ist einfach. Das ist also in Stahl natürlich, in Gold natürlich deutlich mehr. So eine Uhr bezieht ihren Wert vor allem aus der Marke. Das ist schon immer so gewesen und das ist auch, denke ich, der Grund, warum wir da alle so verrückt danach sind. Also 2K versus viel. 2K versus 85.000 Euro, ja. Okay. So, Fabio Wiethof möchte gerne wissen, tolle erste Rolex, nichts Übliches, zwischen 8.000 und 12.000 Euro, guter Zustand als erste Luxusuhr. Hier kann ich dir als erstes mal sagen, es kommt bald ein Video mit ganz vielen Rolex, die man unter 10.000 Euro kaufen kann. Also wir sind da noch an der Recherche, deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt 9 werden oder 11 oder 23, aber das Video empfehle ich auf jeden Fall jedem, der sich bis 10.000 Euro eine Rolex kaufen möchte. Aus dem Stegreif, wenn du was möchtest, was nichts Übliches ist, wäre meine erste Wahl vermutlich eine Rolex Explorer 2 Vintage, Referenz 16570 mit dem weißen Zifferblatt, ist eine geile Uhr. Würde ich sagen, sogar als erste Rolex, ich sag normal, Vintage als erste Rolex ist nicht so toll. Bei der würde ich sagen, ist es cool. Ganz einfach, weil die Uhr bis auf die Schließe wirklich sehr, sehr ähnlich der modernen ist und sich nicht so altbacken anfühlt, wie es viele, finde ich, Vintage-Uhren doch tun. Und es gibt sehr viele gute Uhren, weil du halt auch bereit bist, irgendwie 8.000 bis 12.000 Euro auszugeben. Mit einem exzellenten Zustand würde ich auf jeden Fall nicht als einen Fehler ansehen. Ansonsten kannst du dir für 8.000 bis 12.000 Euro halt natürlich auch irgendwie eine neue Explorer holen. Sogar eine neue Explorer 2 ist drin. Aber gerade diese neuen Uhren, die sind dann doch halt eher üblicher. Oder du kaufst dir eine Vintage Coke oder Pepsi, also eine GMT Master 2. Die müsste in der Price Range eigentlich auch schon geben, ja. Der Uhrenhai 75. Das ist ein süßer Name. Möchte wissen, warum ich mich eigentlich für eine Patek Philippe entschieden habe. Ja, warum hast du dich für eine Patek entschieden? Gerade für die? Also die ist für mich schon immer die Endlevel-Boss-Uhr gewesen. Und viele sagen immer, ich habe Minderwertigkeitskomplexe, weil ich mir eine Uhr kaufen muss, um das irgendwie zu signalisieren. Aber diese Uhr signalisiert für mich einfach, dass man was erreicht hat. Und ich finde daran überhaupt gar nichts Schlimmes. Ich denke auch nicht, dass ich Minderwertigkeitskomplexe habe. Also zumindest nicht mehr als jeder. Ich sag mal so, ich habe den Eindruck, dass Patek Philippe sehr, sehr genau darauf achtet, was sie tun, damit sie ihre Marke eben nicht zerstören, damit sie ihre Marke behalten, damit ihre Marke dieses Bild behält, das sie hat von diesen erfolgreichen Leuten, teilweise auch mächtigen Leuten, die diese Uhren tragen. Und dass Patek Philippe seine eigene Marke so sehr wertschätzt, gibt mir den Respekt vor dieser Marke, dass ich sage, ich vertraue dieser Marke darauf, dass ich für immer, wenn ich eine Patek Philippe trage, dass ich für immer von diesem Gefühl profitieren kann. Jede Marke, die in einem Konzern ist, für mich persönlich, das ist eine persönliche Meinung, die musst du nicht teilen, hat für mich automatisch die Annahme, dass die, sobald es irgendwie finanziell mal ein bisschen schwieriger wird, dass sie anfangen, Rabatte zu machen, dass sie anfangen, irgendwelche komischen Moves zu bringen, die eigentlich nicht zur Marke passen. Und deswegen würde ich mir tatsächlich niemals, Stand jetzt, eine Lange und Söhne kaufen. Ich würde mir niemals eine Vacheron kaufen. Ich würde mir niemals irgendwie eine Glashütte oder irgendwie sowas kaufen, weil ich denen nicht vertraue, dass sie ihre eigene Marke genug wertschätzen, dass sie das Markenbild und das Image der Marke auch erhalten. Und das sieht man auch immer wieder, wenn es irgendwie einen neuen CEO gibt, wird die Strategie einfach komplett über den Haufen geworfen. Es wird was komplett anderes gemacht. Das hat man jetzt zum Beispiel bei Breitling gesehen. Die haben ja die komplette Marke komplett zum Besseren, meiner Meinung nach, verändert. Aber sie haben die komplette Marke im Prinzip über den Haufen geworfen, die kompletten Designs über den Haufen geworfen, die komplette Markenstrategie über den Haufen geworfen. Und die Regel ist leider, so wie ich das zumindest meiner Meinung nach gesehen habe in den letzten Jahren, dass dieser Wechsel oder dieses über den Haufen werfen meistens zum Schlechteren ist. Und wenn ich schon so viel Geld für nur ausgebe und für das Gefühl, das ich habe, wenn ich sie trage, dann möchte ich gerne auch eine Uhr, wo ich weiß, dass es auch so bleibt. Und deswegen Patek Philippe. So, Cello Rocks fragt Lange und Söhne versus Patek Philippe und warum. Ich habe ein Video dazu gemacht. Ein Video, wo ich, sage ich mal, sehr, sehr objektiv das Ganze berichtet habe, ohne jetzt viel meine eigene Meinung reinzupacken. Das findest du auf meinem Channel, wenn du einfach Patek versus Lange eingibst oder Watchwise Patek versus Lange. Meine persönliche Meinung ist, Patek Philippe ist ein unabhängiger Hersteller.
und einer, der seine Tradition in der Vergangenheit sehr geschätzt hat und wo ich davon ausgehe, dass sie auch die Tradition in Zukunft sehr schätzen. Alange und Söhne hat meiner Meinung nach in der Vergangenheit schon öfters gezeigt, dass sie halt eine Marke sind, die zu einem großen Konzern gehören. Ich sage es ja immer wieder, macht für mich die Marke sehr, sehr viel unattraktiver und gerade was man so liest in Foren und so weiter, die sind ja auch jetzt nach Boutique Only gegangen, weil sie so vermutlich mehr Geld verdienen und die Marke irgendwie knapper halten können, was weiß ich. Das Resultat ist aber, dass einige Leute, die ich kenne und auch einige, die ich nicht kenne, von denen ich in Foren oder so gelesen habe, dass sie wirklich verärgert über die Marke Alange und Söhne sind, weil sie zum Beispiel als langjährige Stammkunden, die da irgendwie 40 Uhren gekauft haben von Lange, die jetzt ihre Wunschuhren nicht bekommen, weil Lange auf, oh nee, ist ganz schwierig und was weiß ich und drei Preiserhöhungen zwischendrin. Ich finde es sehr, sehr gut, wenn eine Marke sich rar macht und die Nachfrage so anheizt. Ja, das finde ich sehr, sehr gut, weil wir haben einen Jagdinstinkt, wir Sammler, und der muss irgendwie befriedigt werden. Ich finde es nicht gut, wenn das aber passiert unter dem Aspekt, dass wirklich Kunden oder Interessenten teilweise beleidigt oder schlecht behandelt werden. Das ist für mich die Grenze, wo ich sage, das ist der Unterschied zwischen einer Marke, die einen guten Job macht, und einer Marke, die einen beschissenen Job macht. Und das ist eine Gratwanderung, das ist mir bewusst. Aber Lange fällt tatsächlich aktuell für mich eher auf die dunkle Seite der Macht. Oh. Und Patek Philippe, ganz im Ernst, ich hatte bei Patek Philippe bisher noch nie ein schlechtes Erlebnis, glaube ich. Klar, mal ein desinteressierter Verkäufer oder so, aber das nehme ich auch lange nicht krumm. Aber insgesamt wird man bei Patek Philippe tatsächlich immer sehr gut beraten, wird freundlich behandelt, zumindest meiner Erfahrung nach. Und die Leute wissen auch wirklich richtig gut über die Uhren Bescheid. So, jetzt nicht vergessen, noch auf Instagram zu folgen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund und munter. Tschüss.